Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video kurz und knapp gezeigt, wie wir unser PC oder Laptop mit einem einzigen Klick sehr schnell herunterfahren oder auch neu starten können, beziehungsweise wie wir uns da ein Shortcut erstellen, eine Verknüpfung ja auf dem Desktop hier. Das geht ja nun super schnell und einfach, und zwar indem wir unsere Textmenü hier aufrufen mit der rechten Maustaste auf dem Desktop, ja, auf eine freie Stelle natürlich. Hier neu Verknüpfung anklicken. Zack. Da ist es schon. Hier einfach unseren Befehl eingeben. Ja, wir wollen jetzt, dass das heruntergefahren wird. Samt Parameter, ja, direkt hier. So als wenn wir das auf unseren CMD eingeben würden, ja, und zwar minus S, wir wollen ja, dass es herunterfällt, fährt, Shutdown, und hier haben wir minus T, das ist Zeit, also Time, und zwar ist hier die Verzögerung in Sekunden gemeint. Hier gehen wir natürlich 0,0, weil wir wollen, dass es sofort heruntergefahren wird. Genau, wir können das nochmal erweitern um minus F, ja, das bedeutet, dass die, falls da irgendwie eine Anwendung am Laufen ist, sofort geschlossen wird, gezwungenermaßen. Und schon, ja, das reicht jetzt für uns, damit es schnell herunterfährt. Wir können uns natürlich den Pfad, also beziehungsweise hier die Parameter, ja, beliebig anpassen, ja, nach Bedarf. Ich lasse das jetzt mal so hier ein herunterfahren und einen beliebigen Namen hier eingeben und fertigstellen. Und schon haben wir jetzt unsere Verknüpfung hier. Upsala. Also wenn ich jetzt hier draufklicke, wird der Rechner jetzt direkt heruntergefahren. Das mache ich jetzt aber nicht, weil das meine Hostmaschine ist hier. Wir können aber natürlich, genau, wir können jetzt nochmal für einen Neustart hier ein Beispiel Shutdown minus R für Restart. Wir machen jetzt hier aber mal Time, also 10 Sekunden Verzögerung, 11 Sekunden Verzögerung. Wir können auch minus F, das können wir jetzt weglassen. Ja, wie gesagt, wir können uns das hier anpassen. Wir haben jetzt hier auch die Möglichkeit, natürlich eine Message anzeigen zu lassen. Ja, bevor der Rechner heruntergefahren oder neu gestartet wird, mit minus C. Ja, beziehungsweise ein Kommentar. Keine Ahnung, ciao, Bella. Tralala, ja, also das ist jetzt hier in den Gänsefüßchen, kommt die Message, der Comment, der da angezeigt werden soll. Ich lasse das jetzt einfach mal so, klicke auf Weiter, Restart, nenne ich das jetzt einfach mal, und schon habe ich jetzt hier, ich mache mir nochmal ganz schnell einen zum Abbrechen, vielleicht Shutdown. Minus A, damit können wir das herunterfahren bzw. das Restart hier dann abbrechen. Shutdown minus A. Okay, einfach auf Weiterklicken. Ich nenne das jetzt mal einfach Abbruch. Enter, und schon habe ich das jetzt hier. Wenn ich jetzt, genau, wenn jetzt die Symbole hier zugleich aussehen oder vielleicht zu hässlich, der kann das natürlich anpassen, beliebig, ja, einfach mit der rechten Maustaste hier Eigenschaften, das kennt ihr bestimmt schon, anderes Symbol, zack, und hier haben wir die Möglichkeit, ein anderes Symbol auszuwählen, also entweder hier aus der, keine Ahnung, Windows Bibliothek hier, oder aber auch ein komplett eigenes hier, ja, mit Durchsuchen und halten eigenes Symbol. Ich lasse das jetzt mal einfach mal so hier. Genau, und schon habe ich jetzt hier, also wenn ich jetzt hier alles richtig gemacht habe, ich mache einen Doppelklick und schon, genau, sie werden kurz abgemeldet, und das ist jetzt der Kommentar, den ich da eingegeben habe. Ciao. Ich schließe das jetzt mal und breche mal ab schnell. Okay, also mit Shutdown A hier, die Abmeldung wurde abgebrochen, ja. Und genau, schon habe ich jetzt hier meine Verknüpfungen. Wenn ich das ganz schnell herunterfahren möchte, einfach klicke ich einfach hier drauf, und schon wird der Rechner heruntergefahren. Vielleicht nochmal ganz kurz, also das können wir hier natürlich über Eigenschaften nochmal anpassen. Wenn ich jetzt hier auf Herunterfahre anklicke, wenn ich jetzt hier keine Verzögerung habe, dann habe ich keine Chance mehr, den Abbruch
noch abzubrechen, ja. Wir können das mal testen. Wir machen hier mal Time. 10 Sekunden auch. Ja, das sollen 10 Sekunden heruntergefahren werden. Ich hoffe, das wurde jetzt übernommen, wenn ich jetzt anklicke. Genau, Sie werden in Kürze abgemeldet. Windows wird in weniger als eine Minute heruntergefahren. Ich schließe das und breche das wieder ab. Genau. Ja, also das war's auch schon alles, was ich euch jetzt hier schnell zeigen wollte. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Ich freue mich. Wenn es euch gefallen hat, über ein Like freue ich mich natürlich auch. Abonnieren nicht vergessen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.